Freunde. Seiten auf Kontostand. Herzlich willkommen zu einem neuen, frischen Haarschnitt-Video. Freunde, nach ungefähr 15 Wochen einer Vollkatastrophe auf meinem Kopf sehe ich... Gut, sehe ich jetzt nicht aus. Also, das ja, das nein. Ich habe frische Haare, ich bin frisch motiviert und glücklich und habe heute, Freunde, für euch so, so tolle Produkte. Offensichtlich, laut allen Social-Media-Plattformen, die es gerade gibt. Und wir werden herausfinden, ob die Produkte den Hype wert sind. Ich fühle mich einfach endlich wieder ein bisschen frisch auf dem Kopf und freue mich, dass wir heute wieder gemeinsam zusammensitzen an einer neuen Videowoche. Diese Woche kommen wieder super coole Videos auf euch zu. Viele First Impressions, also falls ihr das nicht verpassen wollt, solltet ihr jetzt unbedingt den Kanal abonnieren. Das kostet euch nichts und mir bedeutet es die Welt. Und bevor wir losmachen, ein bisschen familiäre Eigenwerbung. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, vielleicht auch noch nicht. Ich bin natürlich wieder super stolz, denn ihr wisst, Danny ist Autor und hat wieder ein eigenes neues Buch rausgebracht. Und das ist Luca. Er hat auch nicht nur ein Buch rausgebracht, sondern gleich zwei. Und ich bin super, super stolz auf ihn. Das ist ein Thriller. Es geht um ein apokalyptisches Zeitalter. Ultra spannend. Also wenn du auf Thriller stehst, so ein bisschen Spannung, aber trotzdem einfach dich ein bisschen aktuell auch ablenken möchtest und gerne liest, schau gerne mal vorbei. Es gibt natürlich jetzt das neue Buch Luca mit Orbs. Orbs ist so eine Ergänzung, das braucht man nicht, um das zu verstehen. Ich dachte aber, ich zeige es euch einfach mal, weil ich weiß, dass ich ganz, ganz viele kleine Leseratten hier habe oder Lesemäuse und Mäuserichs. Und da könnt ihr natürlich gerne mal vorbeischauen. Super spannend. Es gibt ein ganzes Set mit einer Kollektion. Ihr könnt alles einzeln kaufen. Schaut unbedingt bitte einmal auf dem Pelletier Verlag vorbei. Damit würdet ihr mir einen riesen, riesengroßen Gefallen tun. Und Danny auch. Große Empfehlung, ist ein super schönes Geschenk. Jetzt vielleicht auch für Ostern. Gibt auch Kinderbücher für die ganzen Mamis da draußen. Ich setze euch den Link einmal unten in die Infobox. Und jetzt, Freunde, kommt mal her. Ich möchte als erstes mit einem Produkt anfangen, was ich schon eine Weile benutzt habe, es aber noch nie so wirklich gezeigt habe. Und das ist von Fenty Skin, der Hydrovisor. Das ist ein Moisturizer mit Lichtschutzfaktor, ich meine 30. Lichtschutzfaktor 30, kann man so rausziehen, wiederverwendbar. Ich habe den jetzt schon wirklich eine Weile benutzt und wir nehmen auch wirklich viel heute. Ich trage ihn mal auf und dann seht ihr, warum ich den so gerne mag. Also er ist ein bisschen parfümiert. Ich weiß, viele mögen das nicht. Mir persönlich ist es völlig egal. Ich habe damit keine Probleme. Ich sage es einfach nur dazu. Lichtschutzfaktor ist so wichtig. Vor allen Dingen, wenn ihr mit Säuren arbeitet. Ich mache das recht viel. AHA, BHA, Vitamin C. Alles, wo Acid drin ist, ist Sonnenschutz wichtig und generell eigentlich. Ich sage es mittlerweile immer wieder dazu, weil sonst immer ein bisschen Ärger, wenn man das nicht macht. Schaut euch mal an, wenn meine Rötungen gleich so ein bisschen weggehen, wie prall und feucht die Haut aussieht. Ein super, super schönes Produkt. Und warum ich es jetzt hier zeige, das Make-up funktioniert da drauf sehr, sehr gut. Also wenn ihr einen Sonnenschutz mal von Fenty Beauty ausprobieren wollt, ich kann jetzt nicht dazu sagen, kleiner Disclaimer, ist das ein guter Sonnenschutz, ist das kein guter Sonnenschutz? Es ist immerhin ein Sonnenschutz. Und ich vertrage ihn sehr, sehr gut. Ich kriege keine Unterlagerung davon. Das Make-up darauf sieht ultra, ultra schön aus. Und deswegen dachte ich, tragen wir ihn einmal gemeinsam auf. Machen wir mal weiter mit den Augenbrauen, Freunde. Ihr seht schon hier, was ich hier in meiner Hand habe. Das ist der 7B Brush von Anastasia Beverly Hills. Ich hatte dazu ein Video gemacht und habe es damals nicht verstanden. Und dann war ich auf einer Online-Masterclass mit Anastasia Beverly Hills. Und da hat sie den Brow Freeze vorgestellt und hat uns auch gezeigt, wie man ihn benutzt. Und mittlerweile trage ich ihn jeden Tag, selbst wenn ich kein Make-up trage. Das ist so ein durchsichtiges Gel und ihr seht, ich habe wirklich schon einiges benutzt davon. Man braucht nicht viel, aber ich zeige euch einmal, wie es funktioniert. Wenn ihr auf diese buschigen, gefederten, glatt gedrückten, wie so Soap Brows steht, ich komme mit Soap Brows persönlich nicht so gut zurecht. Das hier ist halt krass. Ihr braucht wirklich nur so ein ganz, ganz kleines bisschen und dann schaut euch das an. Ich setze es hier rein. Ich nehme noch ein bisschen. Ich habe ja recht dicke Augenbrauen. Und gehe hier durch mit dem Spoolie. Und bürste die Augenbrauen so hoch. Und schaut euch den Vergleich bitte an. Sie bleiben den ganzen Tag genau so. Und das ist etwas... Also ich hatte das nach dem Make-up gemacht. Und das ist klar, ihr verschmiert damit das Make-up in die Augenbraue. Und dann sieht das alles klumpy und cakey aus. Man braucht nur eine ganz kleine Menge. Und ihr habt sofort diese definierte Braue. Ihr seht es im Vergleich. Ein ultra, ultra gutes Produkt. Es ist, finde ich, für einen Brow-Wachs sehr, sehr gut. Ich habe das auch mit diesem Got2B Styling-Kleber probiert.
Funktioniert auch. Ich finde aber, es sieht nicht so schön aus, weil das trocknet fast matt runter und sieht dann so aus, als hättet ihr nichts drauf, wohingegen der Kleber, finde ich, so ein bisschen glänzend aussieht. Und dann sieht man, dass man was in den Augenbrauen hat. Die Augenbrauen sehen einfach gleich viel, viel voller aus. Ich hoffe, und ich könnte meine Hand dafür ins Feuer legen, es dauert ein halbes Jahr noch und dann haben wir hierzu ein gutes Dupe aus der Drogerie. Große, große Empfehlung, dieses Ding in Kombination mit diesem Brush, denn ich habe noch nie einen so präzisen und dünnen Pinsel gesehen. Und was ich damit mache ist, ihr kennt ja die Transition Palette von Dominique Cosmetics. Ich gehe da in die Farbe Ash und Coffee Beans rein und male mir hier noch so kleine Härchen rein. Und das sieht, finde ich, natürlicher aus als mit diesem Bushy Brow Ding. Der ist mittlerweile auch 15.000 Jahre alt und so trocken wie mein Humor. Mit diesem Pinsel könnt ihr wirklich so kleine Härchen reinmalen und die Augenbraue so ein bisschen ausfüllen. Ich zeige euch nochmal hier die Linie. Zack, hauchdünn. Und damit kann man das Ganze dann so ein bisschen auffüllen und noch so ein bisschen buschiger machen. Super natürliches Ergebnis. Vor allen Dingen, wenn man auch nicht so viel Make-up trägt wie ich, dann reicht das einfach rein und ihr habt einen super gefederten Augenbrauen-Look. Freunde, look at her. Heute ist sie wirklich gut gelaunt. Heute sind die Augenbrauen ganz besonders gut geworden, finde ich, oder? Okay, Freunde, ich komme ein kleines Stückchen näher, denn wir werden heute eine Foundation benutzen. Und an alle, die aufmerksam immer meine Videos gucken, I'm sorry, an alle, die ab und zu mal bei mir einschalten, ich werde immer noch jeden Tag, wirklich jeden Tag auf dieser Werbung von Il Makiage getaggt, wo sie mit dem Pinsel darüber geht und das sieht aus, als hätte sie nichts im Gesicht und ich werde immer gefragt, kannst du das testen? Boys and Girls, ich bin in der Kampagne gewesen. Ich habe sie schon getestet. Ich liebe die Foundation. Wir werden sie auch gleich zusammen auftragen. Schaut einfach auf der Webseite, da könnt ihr Maxim Giacomo eingeben. Da ist sie und demonstriert euch das. Man kann diesen Foundation Shade Finder machen. Fand ich, hat eigentlich ganz gut sogar funktioniert. Ist ein bisschen, ja, ich bin jetzt auch ein bisschen rot. Tragen wir gleich auf. Weitermachen mit einem Primer. Und das ist der Mint Melt Primer von e.l.f. Cosmetics. Ich habe neulich ein ganzes Video dazu gemacht, zu dieser Mint-Kollektion. Ich liebe diesen Primer. Das ist. Oh. Und der sorgt wirklich dafür, dass euer Make-up so gut drauf hält. Im Bart bei mir schäumt es immer so ein bisschen. Aber der Effekt auf der Haut ist gut. Falls ihr das Video nicht gesehen habt, ich verlinke euch das einmal hier oben in der Ecke. Da habe ich die komplette Kollektion gezeigt. Die sind halt im Moment extrem gehypt. Und das ist so spannend für mich zu sehen, dass bestimmte Produkte einfach so aus dem Nichts so völlig aufblühen. Genauso wie ein Produkt, was ich. Ich wollte eigentlich halb-halb machen, aber ich habe das euch schon mal gezeigt. Das ist diese Infallible Fresh Wear Foundation in a Puder. Das ist ja auf TikTok völlig durch die Decke gegangen und ich frage mich, warum. Also, ja, die Deckkraft von diesem Puder, die ist schon da. Du siehst einfach nur aus wie ein Stück Keller. Die Farben sind alle durchgehend gelb, finde ich. Shade Range ist für L'Oréal, finde ich, sehr, sehr schlecht. Und sie ist einfach pupstrocken im Gesicht. Du dürftest wahrscheinlich nicht älter als 14 sein und deine Haut so sehr in einem Eimer Olivenöl extra virgin kalt gepresst pressen, legen, tunken. Dann würde es funktionieren. Als eigenständige Foundation, n-n. Also bei mir hat es definitiv nicht funktioniert. Ich weiß, dass es bei vielen nicht funktioniert hat. Wenn ihr auf Puder Foundation steht, packt dann nochmal 20 € mehr drauf oder 10 € mehr und holt euch die von Fenty. Tausendmal besser, die sieht feuchtigkeitsspendend aus und das als Puder Foundation. Wir tragen uns als erstes die Foundation hier von Il Makiage auf der ich ja wirklich oft getaggt werde. Ich benutze dafür auch den passenden Pinsel, den mag ich auch sehr gerne. Und ihr könnt auf der Il Makiage Webseite einen Foundation Match Test machen. Den habe ich auch gemacht und wenn mein Gesicht jetzt nicht so rot wäre, dann würde sie auch passen. Ihr braucht davon wirklich wenig Produkt. Ihr seht, also ich habe jetzt einen Pumpstoß hier und habe fast mein komplettes Gesicht damit abdecken können. Sehr, sehr schöne Foundation. Sie ist halt nicht günstig, ne? Aber den Hype haben sie halt einfach durch diese Werbung erzeugt. Was mich sehr interessieren würde, ist, ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, lasst ihr euch von Hype aufgreifen? Ergreift euch dieser Hype tatsächlich noch? Ich habe nämlich so ein bisschen das Gefühl, dass viele Leute einfach schon, Gott sei Dank sogar, ist was Gutes, abgestumpft sind in dem Fall, dass sie nicht einfach mehr auf jeden Zug mit aufsprechen. Und deswegen ist es ja auch das Schöne, dass, um uns YouTuber mal so ein bisschen zu loben, um einfach das, die es ernst meinen zumindest, einfach die Sachen zu testen und euch zu sagen, funktioniert es oder funktioniert es nicht. Weil, wie gesagt, diese
Die Foundation, es funktioniert schon. Du brauchst halt nur ultra viel Produkt und es sieht halt trocken aus. Wenn du auf diesen super matten Look stehst, go for it, girl und boy. Aber ich persönlich bin da nicht so ein Fan. Die Foundation, ihr seht es, hat super schön abgedeckt. Ihr könnt sie auch aufbauen und sehr, sehr schön verblenden. Ich mag die Foundation gerne, ne? Ist halt die Frage, braucht man heute noch Foundations, die mehr als 20 Euro kosten? Ist halt so ein Ding, ne? Also ich habe ja auch welche, die teurer sind, die ich auch gerne mag, aber ich kriege jeden Tag Nachrichten von euch, dass euch die Rivaldo Loop Foundation so gut gefällt. Muss jeder selber entscheiden. Das ist nicht meine Aufgabe. Generell würde ich das gerne nochmal kurz klarstellen. Nur weil ich euch etwas zeige, heißt das nicht, dass ihr das braucht. Ich nehme jetzt nochmal einen Pumpstoß, gehe nochmal mit meinem Schwämmchen hier rein und dann habt ihr wirklich ein super schönes Hautgefühl und auch ein schönes Finish auf der Haut. Okay, die Base sitzt einmal soweit ganz gut. Ich mag die Foundation sehr, sehr gerne. Ich würde einmal ganz kurz Concealer und Puder drauf machen und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich lasse das Ganze nochmal kurz so ein bisschen anbaken. Wir setten den Rest aber mit diesem Puder und das hat extrem Kickback. Ich glaube, das könnt ihr nicht sehen. Der Pinsel ist extrem voll. Nee, das erkennt man nicht. Schaut mal. Und damit gehe ich jetzt hier einfach nochmal so ein bisschen rüber. Dafür ist es super. Also dafür mag ich es ganz gerne. Ich persönlich finde aber, Infallible Puder, 24 Stunden matt, schöner auf der Haut aussieht als das hier. Ich weiß nicht, woran es liegt. Das kann ich euch wirklich nicht sagen. Deckkraft ist für eine Puder Foundation recht hoch. Man kann dadurch einfach noch so ein bisschen mehr Deckkraft machen. Also dafür ist es gut, wenn ihr wirklich so Full Face, Cake Face seid. Top. Ansonsten, meiner Meinung nach, braucht man das nicht unbedingt. Okay, Freunde, wir machen weiter mit einem Blush. Und ich glaube, so ein bisschen schuld bin ich an dem Hype gewesen. Aber es ist ein fantastischer Blush. Das ist der Cheek Lover Blush von Catrice. Der ist aus dem neuen Sortiment, was es jetzt online auf jeden Fall schon gibt. Und sollte jetzt in den nächsten Wochen auch in eure Drogerie einziehen. Und der ist mit Öl infused. Und der sieht so schön aus. Da kann man ruhig ein bisschen mehr nehmen. Ich nehme einen Pinsel hier von Letizia. Das ist der N13 Brush. Und der gleitet so schön über die Haut. Schaut euch das an. Der sieht 1:1 aus wie der hier von Natasha Denona. Seht ihr das? Der ist fast identisch. Der hier hat nur einen zarteren Schimmer mit drin. Finde ich, sieht für den Alltag zumindest eigentlich ganz ausreichend aus. Ich übertreibe es natürlich wieder maßlos heute, aber ich habe einen Look im Kopf. Sehr schön, schön frisch, hat auf jeden Fall schon Glow mit drin. Reicht mir persönlich nicht. Wir probieren eine Marke aus, zum ersten Mal neu live hier, Freunde. Das ist Spectrum Cosmetics. Habe ich noch nie was ausprobiert, hat mir Kati vom Kanal Contra Junkie geschickt und meinte, der könnte zu meiner Hautfarbe ganz gut passen. Geswatcht habe ich ihn schon. Ist so ein bisschen, ne, so ein bisschen gelblich, heller. Sehr, sehr fest gepresst. Pinsel ist voll und hat einen sehr, sehr dezenten Schimmer. Okay, habt ihr schon Erfahrung mit Spectrum Cosmetics gemacht? Ich persönlich noch gar nicht. Deswegen bin ich so ein bisschen angewiesen auf eure Review. Schön. Ja, sehr zart. Kann man gut aufbauen. Sicher schön für den einen oder anderen, der es nicht ganz so metallisch mag. Ihr könnt es natürlich so wie ich übertreiben. Oder ihr tragt ihn leicht auf. Fühlt sich sehr hochwertig an, das Packaging. Ist aus Pappe, aber sehr schwer. Vegan, cruelty-free, made in Italy. Sehr schön aus. Also werde ich weiter benutzen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Okay, Freunde, wir machen weiter mit den Augen und benutzen heute nochmal die Elf Paletten. Ich liebe die so sehr. Die sind so süß und heute benutzen wir mal hier diese Mintfarben, ne? Und ich gehe als erstes mit so einem fluffigen Pinsel hier in den Mintton rein. Bin gespannt, wie der auf meiner Haut rauskommt. Ja, ich nehme mal meinen Finger und presse mir den Lidschatten gleich mit drauf. Bei so zarten Farben empfiehlt sich halt immer der Finger, auch bei matten Tönen. Ne? Ihr könnt eure matten Shades auch ruhig mal mit dem Finger auftragen und damit verblenden. Haben die Leute ja früher auch gemacht. Und kriegt dadurch natürlich nochmal eine ganz andere Pigmentierung hin, als mit dem Pinsel. Pigment aufbauen, dann leicht verblenden und dann können wir im Anschluss immer noch mit dem Pinsel hier reingehen und die Farbe ausblenden, dass es sauber ist. Ne? Ich nehme jetzt denselben Pinsel, gehe hier in das dunklere rein, klopfe ab und setze mir das hier außen so ein bisschen hin. Ziehe mich meinen Finger, gehe hier in den Minzton und die sind toll. Schaut mal, ein ganz schneller, einfacher Frühlingslook. Das denn ist süß. Kann man mal machen, ne? Also ist so ein bisschen gewagter mal, ein bisschen mutiger. Alright, wir machen weiter mit einer Mascara. Und ich habe zwei. Einmal hier die Magnet
Real Magnets von Benefit. Ich mag sie nicht. Sie ist mir viel zu klumpig auf den Augen und ich finde sie recht teuer. Ich habe die hier noch. Ich habe die von Cosmetic for Less zugeschickt bekommen. Ich habe einen Code von denen bekommen. Verdiene ich nichts dran? Just saying. Das ist die Vicious Mascara. Die habe ich euch schon bei Instagram gezeigt. Ich mag die ganz gerne. Erstmal das Packaging ist natürlich iconic. Ne? Seht ihr, das sieht aus wie der Cartier Leopard. Und das Bürstchen ist ein sehr, sehr zartes Bürstchen. Und ich habe das Gefühl, jeder spricht über diese Mascara. Schaut mal. Das ist eine Schicht. Super einfach. Ihr kommt mit dem Bürstchen direkt hier vorne ran und könnt sie extrem gut aufbauen. Ich liebe diese Mascara. Also wenn ihr eine neue Mascara sucht, könnt ihr euch die mal anschauen. Das Bürstchen ist recht klein. Mit dem Code spart man halt nochmal so ein bisschen was. Okay, süß. Toller Look. Also sehr einfach, sehr schlicht. Wir machen weiter mit den Lippen. Und das ist meine neueste, liebste Lippenkombi. Und auf TikTok ist sie total beliebt. Das ist von NYX der Lip Liner in der Farbe Nude Truffle. Den mag ich persönlich nicht so. Ich mag die, ich liebe die Farbe, aber kommt mir persönlich zu wenig Farbe runter. Ich habe eine Alternative dazu. Farbe ist ähnlich, ist von Nabla, der Close-Up Lip Shaper in der Farbe 5. Schau mal, so ein schönes, richtig schönes Braun. Und on top die Soft Matte Lip Creams von NYX. Ich liebe auch die Farbe, aber die Deckkraft ist halt nicht die krasseste, ne? Aber für so einen leichten Hauch Nude Lips, super. Also diese Nude Lippe, ne? Ganz einfach, super günstig. Wir gehen jetzt aber mit einem, ich glaube, das ist das gehypteste Produkt überhaupt. Und das wollte ich euch noch ein bisschen erklären. Denn man kann natürlich auch halb künstlich erzeugen. Und Maybelline hat diese Lifter-Glosse rausgebracht. In vielen verschiedenen Farben. Ich habe sie hier in dreien bekommen. Und wir tragen die jetzt auch mal auf. Vor allen Dingen hier diese Farbe Eis 02. Es wurden extrem viel Werbung geschaltet dafür. Und dadurch wird natürlich auch ein Hype erzeugt. Die riechen gut, glaube ich. Und sind halt extrem glossy, ne? Ohne, dass es klebt. Also es zieht keine Fäden. Habt ihr die schon getestet? Ich weiß, dass viele von euch die mögen. Alright, Freunde, das ist einmal der fertige Look mit Produkten, die aktuell auf Social Media völlig gehypt werden. Sind sie es wert? Was sagt ihr dazu? Ich persönlich mag den Look total gerne. Was sagt ihr dazu? Wie gefällt euch der Look? Habt ihr vielleicht Produkte von denen, die ich hier schon gezeigt habe und kommt damit super gut oder vielleicht auch gar nicht zurecht? Lasst mich das gerne einmal in den Kommentaren wissen. Und ich würde mich jetzt freuen, wenn ihr nach diesem Video direkt einmal bei Danny vorbeischaut und euch sein neues Buch gönnt. Das ist eine ganz große Empfehlung von mir, wer es ein bisschen spannender mag, ein bisschen gruseliger und die letzten Lockdown-Wochen noch verbringen möchte mit Lesen. Schaut gerne vorbei. Ich bedanke mich, dass ihr heute mit dabei wart. Wir sehen uns beim neuen Video hier auf meinem Kanal. Passt auf euch auf.